Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuseher, in unserer heutigen Saatbauakademie. Dieser Abend läuft heute unter dem Motto Spitzenmaiserträge bei jeder Witterung. Es geht um die Landwirtschaft im Klimawandel, um klimafitte Sorten und daher haben wir Experten von der Saatbau Linz und einen Experten von der ZAMK eingeladen. Ich darf recht herzlich begrüßen Herrn Magister Alexander Ohms von der ZAMK, Albert Müllner von der Saatbau Linz und Peter Wallner ebenfalls von der Saatbau Linz. Ja, liebe Zuseher, wie jedes Mal könnt ihr bei unseren Online-Live-Veranstaltungen liebend gerne unseren Chat nutzen. Tippt dort bitte all eure Fragen hinein, natürlich bitte zum Thema passend. Und unsere Experten werden diese dann ganz am Ende für euch heute live hier beantworten. Nutzt die Gelegenheit, heute habt ihr die Chance, wer weiß, wann ihr das nächste Mal mit einem Experten so nah quasi kommunizieren könnt. Ich bekomme heute Unterstützung von Peter Wallner von der Saatbau Linz in der Moderation. Er ist auch derjenige, der die Fragerunde dann moderieren wird. Und er gibt euch jetzt noch einen kleinen Überblick, wie dieser Abend heute denn aussehen wird. Bitte schön, Peter. Ich wünsche euch heute viel Spaß in der Saatbauakademie und übergebe somit an die Saatbau Linz. Danke, Lisa. Es freut uns natürlich auch wieder sehr, dass wir da wieder bei euch sein dürfen. Ich möchte auch nochmal Hallo und herzlich willkommen sagen zu alle Zuseher und möchte euch recht herzlich begrüßen zur ersten Ausgabe unserer jetzt schon zweiten Staffel von der Saatbauakademie. Ich darf heute wieder durchs Fachprogramm führen, darf die Fragen an unsere Experten stellen. Und darf eine kleine Neuigkeit auch verkünden, wie die Lisa schon erwähnt hat. Wir haben dieses Mal zwei Referenten zu Gast. Zum einen eben den Herrn Magister Alexander Ohms. Der Herr Ohms ist schon seit 1999 als Meteorologe an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, kurz eben ZAMG, tätig. Er ist aber auch Buchautor und viele haben ihn vielleicht schon mal gehört im Bereich der Wettervorschau am ORF oder auf Radio Oberösterreich bzw. Radio Salzburg. Und als zweiten Referenten darf ich den Herrn Albert Müllner begrüßen. Er ist jetzt seit 1993 bei uns in der Saatbau tätig. Auch ihn kennen vielleicht schon einige aus seiner Zeit im Außendienst. Seit 2016 ist er jetzt im Bereich Fachberatung im Pflanzenbaubereich für ganz Österreich tätig. Er ist ein Praktiker, er ist selbst Landwirt und bewirtschaftet einen Ackerbaubetrieb im südlichen Burgenland. Bevor ich aber jetzt direkt an unseren ersten Referenten übergeben darf, vielleicht noch ein paar kurz organisatorische Sachen. Es sind ja auch schon wieder Fragen im Vorhinein eingeschickt worden, aber sollten Sie während der Präsentationen Fragen ergeben, bitte scheut euch nicht, die sofort in den Live-Chat zu stellen. Ich werde das alles sammeln und wir werden dann gebündelt am Ende der beiden Vorträge auf sämtliche Fragen eingehen. Ich möchte euch dann schon gar nicht mehr lang auf die Folter spannen und darf als erstes gleich an den Herrn Magister Ohms übergeben. Die Bühne gehört Ihnen, bitte. Vielen Dank, Herr Wallner, danke für die Einladung, heute in diesem Rahmen zu meinem Fachgebiet was sagen zu können. In aller Kürze und Knappheit muss man sagen, das Thema Klimawandel ist ein riesiges. Man kann das natürlich in einer halben Stunde relativ viel anstreifen, aber ins Detail gehen nicht. Also da würde man mehr Zeit brauchen, aber wir werden trotzdem schauen, dass wir die relevanten Dinge herausbringen. Vorgestellt hat mir der Herr Wallner auch schon kurz, wie gesagt, mittlerweile schon 21 Jahre an der ZAMG in Salzburg tätig. Wir sind für Salzburg und Oberösterreich zuständig, haben dort Vorhersage natürlich als Hauptgebiet, aber daneben auch Klimagutachten. Also wir bereiten sozusagen auch das vergangene Klima auf für alle möglichen Anforderungen und eben in den letzten Jahren ist natürlich der Klimawandel immer mehr das große Thema geworden. Aber da erzähle ich niemandem was Neues. Man braucht nur in den Medien schauen, was sich da tut. Mittlerweile ein bisschen abgelöst, vorübergehend durch die Corona-Epidemie, aber ansonsten ist man da fast jeden Tag, findet man was zum Thema. Und heute
wollen wir uns im Detail einmal ein bisschen die Auswirkungen auf die Landwirtschaft anschauen unter dem vielleicht provokanten Titel Weinberge statt Maisfelder. Heute geht es in erster Linie um den Maisanbau und da stellt sich natürlich die Frage, wie überhaupt Getreideanbau, Maisanbau in Zukunft funktionieren wird. Schauen wir uns aber zuerst einmal ein paar Fakten jetzt aus den letzten Jahren an, damit wir wissen, wie kann man überhaupt Klima einordnen, was ist Klima, was ist Wetter. Einfach, das sind so Details, auf die man auf jeden Fall achten muss. Schauen wir uns 2019 einmal an, das Wetterjahr. Ist zwar schon wieder Zeitl her, fast ein Jahr mittlerweile, aber das letzte komplett abgerechnete Jahr sozusagen, dass es zu warm war in Österreich, ist nichts Neues. Jedes der vergangenen Jahre ist deutlich zu warm im Vergleich zum Referenzzeitraum 1981 bis 2010. Auch im letzten Jahr im Schnitt 1,6 Grad über dem langjährigen Mittel. Interessant, das sind aber die Niederschläge und das betrifft nicht nur 2019, sondern auch 2018. Viele von Ihnen sind wahrscheinlich betroffen gewesen, auch von Trockenheit. Man sieht es da auf dieser Österreich-Karte rechts recht deutlich. Überall, wo es gelb ist, orange, rötlich wird, da war es sehr trocken im Jahr 2019. Das 2018er Bild würde nicht viel anders ausschauen. Anders all jene, die irgendwo in Kärnten, Oberkärnten, Osttirol wohnen, die haben teilweise 100 bis zu 160% des Jahres Niederschlags bekommen. Über ganz Österreich bezogen waren das 99%, also ein perfektes Jahr, aber natürlich unter Anführungszeichen perfekt, weil all jene, die da irgendwo im Bereich Oberösterreich, Niederösterreich, auch Burgenland, Teile der Steiermark, ihre Anbaugebiete haben, die wissen, dass das sehr schwierig war teilweise, weil es vor allem im Grünlandbereich, Getreide und Mais ist davon oft ein bisschen ausgenommen, aber der Grünlandbereich hat sehr gelitten und wir sehen einfach, das ist so ein Klassiker jetzt die letzten zwei Jahre gewesen. Heuer war es anders, schauen wir uns auch dann noch an. Was wir aber sehen, ist beim letzten Jahr 2019, dass dieser Balken sehr weit oben ist, hinten nur ganz knapp unter 2018. Das heißt, wir haben diese wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in Österreich, also seit Ende des 18. Jahrhunderts, speziell jetzt seit den 80er Jahren. Da haben wir diesen deutlichen Aufwärtstrend. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie war es denn heuer? Ja, weil es kommt natürlich dann oft das Argument, ja, heuer ist ja wieder ganz anders und das muss ja noch nichts heißen. Ja. Heuer war es wirklich anders. Also wir haben das gesehen, wir haben den Sommerniederschlag auf der linken Seite, alles, fast alles im grünen Bereich, das heißt, der Sommer war insgesamt feucht, bis deutlich zu feucht sogar. Wir haben Gebiete in Österreich mit fast dem doppelten Sommerniederschlag und nur ganz wenige Gebiete, die gelblichen, wo es wirklich weniger als normal geregnet hat. Der Herbst auf der rechten Seite ist noch nicht ganz abgerechnet, es fehlen noch ungefähr ja, 7 Tage, bis der meteorologische Herbst vorbei ist, aber auch der war in vielen Teilen Österreichs normal bis zu feucht. Vor allem interessanterweise der Bereich da vom östlichen Waldviertel über das Weinviertel bis ins Nordburgenland, Wiener Becken, da war es doch sehr, sehr feucht. Das teilweise die doppelten Niederschlagsmengen eines normalen Herbstes. Nur, was man dazu sagen muss, wenn jetzt als Schlussfolgerung kommen würde, es ist eh wieder alles normal, Grundwasser hat sich auch wieder zum Beispiel in Oberösterreich mehr als beruhigt, ist teilweise sogar wieder übernormal. Das heißt, ist das jetzt alles eh wieder im Normalen, müssen wir uns keine Sorgen machen, so ist es nicht, weil selbst das heurige Jahr, der heurige Sommer ist der letzte Balken auf dieser Grafik, ist ungefähr gleich warm wie 2016 war, also immer nur 2 Grad über den normalen Temperaturen der langjährigen Reihe. Das heißt, wir sind trotzdem nach wie vor im Aufwärtstrend. Es ist natürlich nicht so, dass jedes Jahr immer noch wärmer sein muss, aber wir sehen, der Trend ist auch beim Sommer eindeutig. Auffällig, wenn man die Wasserbilanz anschaut, 2018, das ebenfalls eben ein sehr trockenes Jahr wie 2019 war im Sommer, und zwar Frühling und Sommer sehr trocken war. Wir sehen da ein Beispiel für Ried im Innkreis, das damals auch ziemlich betroffen war insgesamt von diesem Trockenheitsproblem. Diese Jahreskurve, wo man sieht, man ist eigentlich seit März immer unterm Schnitt gewesen und diese untere Abbildung und dieses Defizit hat sich bis zum Herbst immer mehr aufgebaut. Das heißt, es hat eigentlich keine Beruhigung der Situation mehr gegeben. Wenn wir uns im Vergleich dann 2019, 2020 anschauen, das wäre die mittlere und die untere Abbildung, sehen wir, dass 2019 auch sehr ähnlich war, auch ungefähr ab März zu trocken, vielleicht
vielleicht nicht mehr ganz so extrem wie 2018, aber immer noch ein starkes Niederschlagsdefizit. Und darunter sehen wir dann ganz unten 2020. Da wiederum hat es ursprünglich im April, Mai auch noch eher trocken ausgeschaut. Da ist natürlich teilweise die Befürchtung schon wieder aufgekommen, wird das jetzt wieder ein trockenes Jahr? Wir haben das sehr bei uns viele Anrufe natürlich von besorgten Landwirten auch bekommen zu der Zeit, weil man eben nicht gewusst hat, wird das jetzt womöglich das dritte trockene Jahr in Folge. Dem war nicht so. Wenn man schaut, man ist dann ziemlich, wiederum alles am Beispiel jetzt Ried im Innkreis, am Mittel entlang geschrammt, teilweise ein bisschen drüber, teilweise ein bisschen drunter. Und selbst jetzt, mit heutigen Tag, 23. November, sind wir fast ganz exakt auf einen Millimeter dem, was dem normalen Jahresniederschlag entspricht. Also das ist ein anderes Jahr, das heurige, als die letzten zwei anderen. Aber man sieht, die Varianz ist sehr groß beim Niederschlag. Das heißt, es passiert nicht alles linear. Bei der Temperatur passiert es noch viel eher. Da wissen wir, der Aufwärtstrend der Lineare, der ist seit den 80er Jahren sehr konstant. Da geht es einfach hinauf. Beim Niederschlag gibt es ein Auf und Ab. Ich habe da als Beispiel 200 Jahre, die letzten 200 Jahre im westlichen Alpenvorland auf dieser Abbildung. Und wir sehen alle Balken, die nach unten gehen. Das waren trockene Jahre. Also wo diese Wasserbilanz, sprich Niederschlag minus Verdunstung, deutlich negativ war. Und da haben wir zum Beispiel rund um 1860 eine ganz extreme Trockenphase gehabt. Und das betrifft nicht nur das westliche Alpenvorland, sondern ganz Österreich damals und ganz Mitteleuropa eigentlich. Damals war der Neusiedlersee ausgetrocknet und auch der Rhein in Deutschland war fast ausgetrocknet, also bei Weitem nicht schiffbar. Und interessant ist, dass diese trockenen Jahre da wirklich sehr gruppiert aufgetreten sind. Und man sieht da immer wieder, es gibt so kopiert immer wieder trockene Jahre, dann wieder feuchtere Jahre und man sieht, es gibt beim Niederschlag auch keinen eindeutigen Trend, dass man sagt, es wäre im Laufe des 20. Jahrhunderts insgesamt trockener oder feuchter geworden, sondern es geht immer rund ums Mittel herum, aber eben auch einmal mit stärkeren Abweichungen. Und man muss sagen, zwei so trockene Jahre wie 2018, 19, das ist im Grunde ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was damals in den 1860ern los war. Also da ist es nur ein müder Vorgeschmack auf das, was eigentlich die Natur schon an Schwankungen parat hat. Klima ist nicht Wetter, das ist wichtig. Und das ist wichtiger, wenn man ein einzelnes Jahr anschaut. Das ist noch nicht das Klima. Genauso wenig wie das heurige Jahr, der feuchte Sommer, der feuchte Herbst, das Klima ist, ist auch das trockene und heiße Wetter der letzten zwei Jahre noch nicht Klima. Sondern bei Klima muss man, und das betrifft, was unten in der letzten Zeile steht, immer mehrere Jahrzehnte betrachten. Die Klimabeschreibung für einen Ort gibt es frühestens, wenn man 30 Jahre lang gemessen hat. Das heißt, 30 Jahre muss an einem Punkt, an einer Region gemessen werden, um das Klima dort zu beschreiben. Und wenn man von Klimaveränderungen spricht, von Klimawandel, dann muss man noch viel länger beobachten, nämlich über mehrere Jahrzehnte hinweg. Erst dann kann man sagen, ändert sich was. Das muss man immer beachten. Und wenn wir uns zum Beispiel die Entwicklung seit der letzten Eiszeit anschauen, auf dieser Abbildung, man muss jetzt nicht ins Detail gehen, man sieht die letzte Million Jahre, dieses ständige Auf und Ab zwischen Eiszeiten und Zwischeneiszeiten auf der linken Seite und die letzten 12.000 Jahre, die sind dann noch herausgezoomt in diese rechte Abbildung, da sehen wir die starke Erwärmung seit der letzten Eiszeit bis ungefähr vor 9.000, 8.000 Jahren, da war es dann am wärmsten und seit damals sind die Temperaturen schon langsam wieder zurückgegangen, also rein vom geologischen, von der Erdgeschichte her, würden wir jetzt schon langsam der nächsten Eiszeit entgegengehen. Wir wissen, dass wir das nicht tun und das sehen wir an dieser letzten Zacke, die da sehr deutlich hinten rauf geht. Das ist nämlich, kommt da kaum heraus, weil es natürlich erdgeschichtlich sind, 20, 30, 40 Jahre gar nichts, aber der Trend ist sehr markant und wir wissen, dass es so eine starke Erwärmung in so kurzer Zeit in der Erdgeschichte da nicht gegeben hat. Und auf das wollen wir jetzt eben mehr eingehen. Die Fakten generell, die wir haben, wir haben einen globalen Temperaturanstieg seit Beginn des 20. Jahrhunderts um 0,9 Grad. Klingt sehr wenig, ein Grad ist nicht viel. Auch 2 Grad, die wir bei uns in Österreich im alpinen Raum haben, klingt an und für sich nicht viel. Manche sagen dann vielleicht, es ist eigentlich wurscht, hat es halt statt 14 Grad 16 Grad. Spüre ich kaum, wenn ich rausgehe. So ist es aber nicht, das sind natürlich Mittelwerte und ich sage dann immer, man soll es vergleichen mit, wenn man Fieber hat. Ob man 37 oder 39 Grad Körpertemperatur hat, ist natürlich ein Riesenunterschied. Der Meeresspiegel, für uns in Österreich weniger relevant, aber wichtiger
Indikator für den Klimawandel ist um mehr als 25 Zentimeter angestiegen und das arktische Meereis ist seit den 70er Jahren, also das sind nur 50 Jahre, um rund 40% zurückgegangen. Das sind also Fakten, über die wird dann nicht diskutiert oder gestritten, weil das sind Messdaten. Ja, interessanter wird es einfach, wie es weitergeht und wer schuld ist. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen sozusagen. Die Schuldfrage werden wir heute nicht abhandeln können. Ja, wir werden es nur streifen können. Jeder weiß, wie der Treibhauseffekt funktioniert mittlerweile, glaube ich, auch in dieser Runde. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht großartig bei den Grundlagen beginnen. Wir wissen alle, die Treibhausgase, die der Mensch emittiert, wie Methan, Kohlendioxid, Lachgas etc., das wird in der höheren Atmosphäre sozusagen angereichert und es wirkt einfach wie ein Treibhaus, wie ein Glashaus, dessen Glas dicker wird. Das ist ganz einfach zu erklären. Und zum Beispiel sieht man den CO2-Anstieg am Mauna Loa-Observatorium auf der rechten unteren Abbildung sehr deutlich seit den 60er Jahren oder auch in den Eiskernen in der Antarktis sieht man, dass der CO2-Gehalt in der Luft da nie so hoch war wie jetzt. Das heißt, er steigt weiter und hat dann eben in Folge auch sehr schön diesen Temperaturanstieg mitzuverantworten. Natürlich nicht nur CO2, wir sprechen immer von Kohlendioxid. Es wird, alle anderen Treibhausgase werden immer umgerechnet in CO2-Äquivalente. Das heißt, in allen vielen Abbildungen, die man sieht, steht immer CO2-Äquivalent. Da ist natürlich auch Methan und die anderen Treibhausgase inkludiert. Treibhausgase in Österreich, wie gesagt, will ich Ihnen nur kurz diese Abbildung vom Umweltbundesamt, das ist die aktuellste, die ist für die Emissionen 2017, da sieht man, dass die Landwirtschaft ungefähr 10% in Österreich zu verantworten hat, der Verkehr mit fast 30% natürlich der größte Emittent und interessant bei den Änderungen zwischen 1990 und 2017 haben wir beim Verkehr 10% Zunahme gehabt, bei der Landwirtschaft immerhin ein leichtes Minus, also die Landwirtschaft ist zumindest auf dem deutlich besseren Weg in Richtung Klimaschutz als zum Beispiel Industrie oder Verkehr in Österreich. Wie funktionieren jetzt Klimamodelle? Und da wird es interessant, wenn man wissen will, wie geht denn das weiter in den nächsten Jahren und wie wirkt sich das aus? Ein Klimamodell funktioniert grundsätzlich nicht anders als ein Wettervorhersagemodell, das wir auch verwenden für das Wetter morgen, übermorgen, für das nächste Wochenende. Allerdings gibt es dann doch Unterschiede, weil wenn wir uns das Wetter für morgen, übermorgen anschauen, dann muss man nicht wissen, wie verändern sich Ozeane, Eisflächen in den nächsten Tagen, da wird sich nicht viel ändern. In den nächsten Jahrzehnten sehr wohl natürlich, dann wissen wir nicht, wie viel Treibhausgase werden emittiert, wie viel Vulkanismus gibt es. Ein großer Vulkanausbruch kann natürlich sofort eine globale Abkühlung um ein paar Zehntel Grad verursachen. Wir wissen, müssen auch die Sonnenstrahlung berücksichtigen. Die Sonne ist einmal stärker, einmal schwächer, hat immer wieder so Perioden. Das alles sind Dinge, die muss man bei Klimamodellen, die über Jahrzehnte laufen, berücksichtigen, weil die werden bis zu 100 Jahre in die Zukunft gerechnet und das größte Problem dabei ist die Unsicherheit bei der politischen wirtschaftlichen Entwicklung. Keiner von uns weiß im Grunde, wie sich die Weltbevölkerung bis 2100 entwickeln wird, auf welche Energien wir setzen werden, Solarenergie, Windenergie, wenn wir sozusagen von den Fossilen wegkommen, von wovon wir uns ernähren, von Insekten vielleicht in ein paar Jahrzehnten oder doch besser vom Sonntagsschnitzel nach wie vor. Also das sind Dinge, die wissen wir im Grunde nicht und deswegen gibt es auch verschiedene Klimaszenarien statt Klimamodelle und die schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an. Ist jetzt vielleicht ein bisschen die Abbildung auf den ersten Blick verwirrend. Wichtig ist, auf der rechten Seite, Sie sehen RCP 2,6 bis hinauf zu RCP 8,5. RCP steht für repräsentativer Konzentrationspfad. Muss man sich nicht merken. Es geht darum, die unterste Kurve wäre ein Klimaschutzszenario, und zwar ein sehr markantes Klimaschutzszenario, und zwar jenes, das in den Pariser Zielen festgelegt ist. Das heißt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Mittel zu beschränken. Das RCP 4,5 wäre das Szenario, da sprechen wir von einem gemäßigten Klimaschutzszenario, aber von einem eher wahrscheinlichen. Und ganz oben das 8,5er, das wäre das Business as usual Szenario. Das heißt, wir würden einfach so weitermachen wie in den letzten Jahrzehnten ohne irgendwelchen Klimaschutz. Wir wissen jetzt, sowohl das obere ist unwahrscheinlich, weil es gibt ja schon viel Klimaschutz weltweit, und auch das unterste ist aber genauso unwahrscheinlich. Das heißt, die Pariser Klimaziele zu erreichen, ist im Grunde aus heutiger Sicht fast nicht möglich. Wir
geben zwar diese Pfade immer an und es wird auch nach wie vor als Ziel formuliert natürlich, nur wir wissen, es wird sehr schwierig, weil man eigentlich, wenn man auf diese Abbildung schaut und die blaue Kurve verfolgt, müssten wir schon jetzt 2020, ab jetzt unsere Emissionen, unsere weltweiten, müssten schon sinken und zwar schon recht deutlich bis 2030, 40, 50 und Ende des Jahrhunderts müssten sogar mehr CO2 aufgenommen werden von der Natur als abgegeben wird. Realistischer ist diese orange Kurve, das RCP 4,5. Da müssten wir sozusagen ab 2030, 40 jetzt schon langsam einschleifen und danach doch einen deutlichen Rückgang der Emissionen erleben. Wenn wir das nicht tun, diese rote Kurve, dann würde das weiter ansteigen bis Ende dieses Jahrhunderts. Und dann käme man bei einer Temperaturerhöhung heraus weltweit zwischen 3,2 und 5,4 Grad. Und ansonsten mit dem Klimaschutzszenario ist man irgendwo bei 2,5 Grad im Mittel. Und das ist das, was man anstreben muss. Also diese 1,5 Grad, die sind zwar ein hehres Ziel, aber wahrscheinlich nicht erreichbar mehr. Wenn wir uns das auf Österreich übertragen anschauen, sehen wir da wieder zwei Szenarien, und zwar wiederum dieses 4,5er, das wäre da blau, das Klimaschutzszenario, und das 8,5er, das wäre die obere Kurve. Und wo wir dann rauskommen in der fernen Zukunft, Ende des Jahrhunderts, ist in Österreich ein Unterschied um immerhin 2 Grad. Wir sprechen von 2 Grad ungefähr Erwärmung bei einem Klimaschutzszenario und von fast 4 Grad in Österreich ohne Klimaschutz. Und wir sehen, wenn wir das herauszoomen, dass es besser lesbar ist, bis 2050 ist der Unterschied sehr gering. 1,3 Grad Erwärmung oder 1,4 Grad Erwärmung. Jetzt könnte man natürlich boshaft sagen, wozu brauche ich dann überhaupt den Klimaschutz? Mitte des Jahrhunderts kommt eh das Gleiche raus. Ist natürlich eine sehr gefährliche Argumentation und sehr kurzsichtig. Wir selber werden vielleicht nicht viel mehr erleben als wir Mitte des Jahrhunderts. Kinder, Enkelkinder, Urenkel erleben natürlich Ende des Jahrhunderts viel, viel leichter. Und da ist der Unterschied dann markant. 2,3 Grad beim Klimaschutz oder 3,9 beim ohne Klimaschutz. Das heißt fast das Doppelte. Das heißt, es entscheidet sich jetzt eigentlich, was dann Ende des Jahrhunderts passiert. Und das ist natürlich insofern ein Problem, weil all jene, die jetzt was entscheiden, werden dann höchstwahrscheinlich auch nicht mehr leben. Das heißt, da kommt so ein bisschen die Vogelstrauß-Taktik ins Spiel, hinter mir die Sintflut, Kopf in den Sand stecken. Und das ist natürlich immer gefährlich bei so langfristigen Entscheidungen. Ein Argument, was immer kommt, warum gibt es immer noch so kalte Monate zwischendurch? Man redet jetzt immer, es wird wärmer und plötzlich hat man sowas wie den Mai 2019. Wenn sich viele noch erinnern können, es hat bis in Mai heruntergeschneit in den Alpentälern, es war Frost, es hat große Frostschäden gegeben und wir waren fast 3 Grad unter dem normalen Mai. Natürlich kann sowas sein, wenn wir uns die Erdkugel da anschauen vom Mai, sieht man, dass gerade Europa sehr in diesem Kaltluftbatzen drinnen war, genauso wie Teile der USA. Dazwischen natürlich gibt es viele Regionen auf der Welt, wo es viel zu warm war. Zum Beispiel Kanada, Alaska. Also es gibt immer wieder Gegenden, wo es natürlich trotzdem deutlich zu kalt sein kann, zumindest ein paar Wochen, eventuell auch, weil blockierende Wetterlagen in Zukunft durch den Klimawandel auch häufiger werden. Das heißt, wir können zum Beispiel häufiger lang anhaltende Kältelagen genauso haben wie lang anhaltende Hitzewellen. Auch der große Schneefall damals im Anfang 2019 im Jänner, der im Nordalpenbereich diese Rekordschneemengen gebracht hat, ist durch eine blockierende Wetterlage entstanden, weil wir wochenlang Nordwestlage gehabt haben. Wenn wir uns jetzt auf die Pflanzenwelt die Auswirkungen anschauen, bereits 1986 bis 2010 ist die Vegetationsperiode um etwa 14 Tage verlängert worden. Und dieser Trend hat sich fortgesetzt. Mittlerweile sind wir, ich habe da leider keine schönere neue Abbildung, aber mittlerweile bei fast 3 Wochen, dass sich die Vegetationsperiode gegenüber den 80er Jahren verlängert hat. Und zwar das meiste aufs Frühjahr bezogen in den meisten Regionen, ein bisschen weniger im Herbst, diese Verlängerung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein paar Pflanzen anschauen, so Zeigerpflanzen, wo man das sehr gut ablesen kann, über die Phänologie, wo die phänologischen Beobachter diese Eintrittsdaten aufschreiben und an uns übermitteln. Da sieht man zum Beispiel die Fruchtreife des Holunders, des schwarzen Holers. In Österreich im Frühjahr immer so um den Kalendertag 240 reif geworden. Das heißt Ende August bis in die 80er Jahre. Schauen wir uns die letzten Jahrzehnte an, 40 Jahre bis jetzt knapp 2020, da sind wir irgendwo schon bei Tag 220 Richtung Tag 210. Das heißt,
Wir haben mittlerweile um 3 Wochen früher die Fruchtreife des Holunders. Also diese 3 Wochen, die ziehen sich fast überall durch oder auch bei der Weinlese. Das geht vom 14. Jahrhundert weg, diese Kurve, zum Beispiel in Burgund, auch in Klosterneuburg, Wien, also mehrere Weinbaugebiete. Da ist das immer natürlich ein bisschen auf und ab, bessere Jahre, schlechtere Jahre und plötzlich seit den 80er Jahren diese Kurve überall hinunter. In dem Fall, das heißt auch da eine Verfrühung der Weinlese um ungefähr 2 bis 3 Wochen innerhalb der letzten 40 Jahre. Das heißt, da tut sich sehr viel und das ist das, was Sie alle in Ihrer täglichen Arbeit genauso spüren, natürlich als Landwirte, wenn Sie aufs Feld fahren, wenn Sie die Veränderung genauso wahrnehmen, aber auch im Garten, oder die Frühjahrsblüher, wann die ersten Krokus, wann die ersten Tulpen oder Narzissen blühen. Das war jetzt einmal so die Temperatur. Wenn wir uns auf den Niederschlag noch konzentrieren, da sieht man berechnet für die nahe und die ferne Zukunft, dass es in Österreich im Sommer tendenziell ein bisschen trockener wird in vielen Regionen, aber nicht viel. Das heißt, die Unterschiede sind gering und es gibt da Regionen, wo es ein bisschen feuchter wird. Das Gefährliche im Sommer der Zukunft wird eher nicht das sein, dass man insgesamt zu wenig Niederschlag hat im Sommer, sondern dass er unregelmäßiger fällt durch stabilere Wetterlagen und auch mehr Starkregenereignisse. Das heißt, oft längere trockene Phasen und dafür dann, wenn es Starkniederschläge gibt, sehr markant, wo mehr fällt. Dazu komme ich dann eh nochmal. Beim Winter ist es ein bisschen umgekehrt. Der wird in allen Klimamodellen deutlich feuchter als bisher gerechnet. Und zwar um etwa je nach Szenario, also im Klimaschutzszenario immerhin um 10-11% feuchter. Ohne Klimaschutz kann das bis über 20% gehen. Das heißt, die Wintermonate werden auf jeden Fall feuchter in den nächsten Jahrzehnten. Gut fürs Grundwasser, weil dort die Grundwasserbildung natürlich sehr markant ist. Das heißt, Grundwasserproblem ist insofern in Zukunft jetzt nicht deutlich mehr zu erwarten als jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, aber die Verteilung im Sommer wird ein bisschen das Problem werden, vor allem wenn man in Richtung Bewässerung denkt. Wenn wir Starkniederschläge anschauen, das ist ein Hagelschauer über Wals bei Salzburg vor ein paar Jahren vom Geisberg fotografiert, da sind die ganzen Glashäuser kaputt gegangen und bei so einem Schauer fallen natürlich Riesenmengen Niederschlag in kurzer Zeit herunter und man hat ungefähr, wenn man so 20, 25 Liter in 10 Minuten kriegt pro Quadratmeter, kommt das alle 20 Jahre vor oder wenn man in einer Stunde 50 bis 60 Liter hat, kommt das in etwa alle 30 Jahre vor. Und wir wissen von dem Trend her, den wir auch schon seit den 80er Jahren haben, Schauergewitter werden nicht häufiger, auch in Zukunft nicht, aber intensiver. Das heißt, was in kurzer Zeit vom Himmel fällt, ist ungefähr 20% derzeit mehr als zum Beispiel in den 80er Jahren. Das heißt, sind in den 80er Jahren in 10 Minuten von mir aus 10 Liter gefallen, dann sind das jetzt schon 12 Liter. Und das ist natürlich etwas, was die Gemeinden bei den Kanalsystemen etc. spüren. Das heißt, es ist eine Veränderung, die schon da ist und die sich auch weiter fortsetzen wird. Das heißt, wir müssen einfach mit stärkeren Gewitterschauereignissen rechnen, wo einfach sehr viel Niederschlag in kurzer Zeit vom Himmel fällt. Generell zu den Extremen nur kurz, es wird natürlich 2 bis 3 Mal mehr Hitzetage geben in den nächsten Jahrzehnten, auch die 40 Grad werden wir sicher immer wieder erreichen mal. Und was wir auch gesagt haben, diese starken Niederschlagsereignisse plus 20% mehr Niederschlag. Und was oft als Frage kommt zu den Extremer, werden die Stürme mehr, diese klassischen Winterstürme, so wie Lothar und was wir alles Anfang dieses Jahrhunderts gehabt haben. Nein, das ist nicht so. Alle Modelle zeigen, dass eher die Sturmbahnen weiter nach Norden sich verlagern. Das heißt, diese klassischen Herbst-Winterstürme betreffen eher Nordeuropa, Mitteleuropa, muss nicht fürchten, dass es stürmischer wird. Bei der Land- und Forstwirtschaft ist natürlich markanter Wärme-Trockenstress. Geht er nur jetzt recht schnell durch bei der Fichte. Wir wissen, Fichte ist nicht gemacht für dieses zukünftige Klima, stirbt großflächig ab, wie man bereits im Mühlviertel, Waldviertel sieht, ist auch in den Alpen ein großes Thema für den Muren- und Hochwasserschutz. Grünlandwirtschaft ist natürlich genauso betroffen durch Trockenstress. Das haben wir 2018-19 gesehen, Probleme für die Milchwirtschaft und weil natürlich weniger Futter ist. Bauern haben ihre Viecher verkaufen müssen, wissen wir alles noch aus den Schlagzeilen. Natürlich gibt es auch positive Effekte. Wir haben eine Verlängerung der Vegetationsperioden. Kann natürlich auch einen höheren Ertrag bringen. Das schauen wir uns noch im Detail an, vor allem beim Sommergetreide und beim Mais. Natürlich entsprechend angepasst. Da haben wir halt die Experten
ohnehin vor Ort, die wissen, wie man Saatgut klimafit machen kann. Und natürlich muss man vielleicht auch mehr an Bewässerung denken in Zukunft. Und es gibt natürlich neue Regionen für den Obst- und Weinbau. Das ist auch etwas, was man immer wieder einmal erwähnen muss. Schauen wir uns kurz Abbildungen an, ohne ins Detail zu gehen. Beim Sommergetreide, man muss nur die oberen Abbildungen anschauen, das sind wieder zwei Szenarien. Man sieht, dass alles, was gelb ist, eigentlich gelb oder grün eine Zunahme ist. Und zwar wird da die Prognose 2050 im Vergleich zum Ende des 20. Jahrhunderts berechnet, dass man zum Beispiel jetzt auf Oberösterreich als Beispiel bezogen eine bessere Voraussetzung hat, höheren Ertrag der Sommergerste Mitte des Jahrhunderts, außer vielleicht im Mühlviertel. Da oben sieht man, das kann es leicht negativ sein, das hängt vor allem mit den Böden zusammen, weil die Böden einfach dort nicht so viel Wasser halten können. Beim Mais für die späten Sorten gibt es ebenfalls fast überall in Oberösterreich ein Grün. Das Grün ist mehr Ertrag und zum Teil deutlicher mehr Ertrag. Also da sind wir im Bereich über 10% drinnen, mehr Ertrag als Ende des letzten Jahrhunderts, außer wiederum im Mühlviertel, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da gibt es bei diesen Böden im Sommer bei längeren Trockenperioden eher Probleme mit dem Maisertrag. Da könnte er leicht rückläufig sein. Beim Grünland, sehr markant, auch da bitte nicht die Details jetzt lesen. Es geht um das große Ganze. Das heißt, früher links oben die Abbildung, alles grün, nur ein bisschen orange. Das heißt, sehr wenig Gefährdung durch Sommertrockenheit. In Zukunft, je nach Klimaszenario, die anderen drei Abbildungen, überall wo es weiß wird, hat man eine hohe Sommertrockenheitsgefährdung. Und das heißt, zum Beispiel wiederum auf Oberösterreich beispielhaft jetzt bezogen, heißt es, dass man große Gebiete des Bundeslandes einfach Mitte des Jahrhunderts damit rechnen muss, dass das Sommertrockenheitsrisiko sehr markant ansteigt. Also die Grünlandwirtschaft wird im Flachland, nicht im alpinen Raum, das sehen wir am Salzkammergut, südliches Oberösterreich, Grenzgebiet zur Steiermark, da gibt es weiterhin geringe oder keine Sommertrockenheitsgefährdung, weil dort haben wir ja auch die Schauergewitter, die sich im Bergland doch sehr regelmäßig bilden. Vielleicht noch ein kleines Schmankerl zum Schluss, wenn man da anschaut, was kann sich tun. Die begünstigten Weinanbaustandorte, auch wiederum jetzt auf Oberösterreich bezogen, ist ganz interessant. Überall, wo es da in den lila Bereich geht, das heißt vom Innviertel, von der Braunauer Gegend bis in den oberösterreichischen Zentralraum, überall dort hat man Mitte des Jahrhunderts begünstigte Weinanbaustandorte und das sind meistens diese Gegenden, wo man auch schon bis ins 18. Jahrhundert hinein Weinbau betrieben hat. Das heißt, es wird ja immer mehr, wir haben überall mittlerweile Weinbauverbände in allen Bundesländern. Das heißt, ist natürlich etwas, was von der zukünftigen Klimasituation profitieren kann. Daher auch der Titel Mais statt Mais Wein anzubauen. Natürlich braucht man den Mais, so viel Wein braucht man nicht mehr, braucht man Mais und Getreide, alles ist natürlich klar, aber kann natürlich an manchen Lagen, begünstigten Hügellagen etc. eine Option sein, dass man durchaus auch andere Bundesländer mit Weinbau sieht. Anpassungsstrategien, da gehe ich jetzt ganz schnell nur durch, weil da gibt es die Experten unter Ihnen dann und vor allem auch mein Nachredner wahrscheinlich. Vielfältige Produktion ist natürlich wie bei einem Aktienportfolio, je mehr ich anbaue, umso mehr kann ich das Risiko der Produktion verringern. Wasserversorgung wird ein Thema sein, wird natürlich nicht flächendeckend, zum Beispiel für das ganze Grünland funktionieren, weil da fehlt uns irgendwann das Wasser. Aber natürlich für kritische Bereiche wie Gemüseanbau etc. wird die Bewässerung sicher mehr ein Thema werden in längeren trockenen Phasen im Sommer. Verdunstungsschutzmaßnahmen sind wichtig, Fruchtfolgenumstellung, mehr Winter- als Sommersaaten, Züchtung, Anbau neuer, stresstoleranterer Sorten passiert ja schon sehr weitgehend, wie wir wissen. Umstieg auf wärmeliebende Sorten natürlich wird immer mehr Thema werden. Die Anpassung der Anbautermine durch die längere Vegetationsperiode und wichtig sind auch konsequente Schutzmaßnahmen gegen die Bodenerosion. Wir haben gehört, es gibt mehr Starkniederschläge, das heißt, ich kann die oberste Bodenschicht relativ schnell einmal verlieren, wenn ich mal mehrere solche groben Schauer über meinem Gebiet habe. Und auch nicht so unwichtig ist das Schädlingsmonitoring und Krankheitsmonitoring. Wir wissen, durch geänderte Klimaverhältnisse haben wir auch mehr oder eingeschleppte Schädlinge, Krankheiten, auf die man schauen muss. Das kann sehr schnell gehen, wie man teilweise
sage jetzt nur die Oliven, zum Beispiel in Süditalien, die waren einmal betroffen von so einer Krankheit, da kann man innerhalb eines von ein paar Jahren dann große Anbauflächen verlieren vorübergehend. Das heißt, da muss man natürlich umso konsequenter jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten schauen. Als Resümee, Klimawandel findet immer statt. Das hat man zuerst gesehen. Natürlich in Eiszeiten haben wir oft ein Auf und Ab von schnell einmal 8 bis 10 Grad globaler Mitteltemperatur. Aber schnell ist natürlich auf Erdgeschichte bezogen wiederum relativ. Da sprechen wir im Bereich von tausenden Jahren. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist natürlich mehr als der natürliche Klimawandel, und der menschlich verursachte überwiegt diesen natürlichen Klimawandel seit den 80er Jahren sehr deutlich. Also da kann man auf jeden Fall von 2/3 bis 3/4 Anteil des Menschen an den momentanen Klimaentwicklungen ausgehen. Exakte lokale Auswirkungen wird man sich schwer tun. Keiner wird Ihnen sagen können, was genau in Ihrem Bezirk passiert, wo Ihr Bezirk jetzt mehr oder weniger betroffen ist. Klimamodelle rechnen natürlich, weil sie über Jahrzehnte rechnen, deutlich gröber als Wettermodelle. Und vor allem haben wir gesehen, die Szenarien sind sehr unterschiedlich. Wir haben es ein bisschen doch in der Hand, jeder Einzelne von uns und vor allem die Politik, wie das Ganze weitergeht natürlich in den nächsten Jahrzehnten. Es gibt Gewinner und Verlierer, muss man immer sagen. Es ist nicht so, dass es nur Verlierer gibt, gerade in Österreich. Es gibt sicher Weltgegenden, die deutlich stärker und negativer betroffen sind vom Klimawandel als wir. Wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, uns anzupassen, und das ist auch das Wichtige. Wir wissen, der Klimawandel lässt sich als solcher nicht aufhalten, sondern nur noch in seiner Stärke regulieren in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt, wir brauchen nicht nur einen Klimaschutz, um sozusagen das Ärgste oder zu verhindern, sondern wir brauchen Klimawandelanpassung. Wir müssen uns anpassen an das, was sich jetzt schon ändert und was sich in den nächsten Jahrzehnten ändern wird. Ansonsten geht es uns so wie der Flechte, wenn die sich nicht mehr anpassen kann im Hochgebirge, die wandert immer höher, 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 weil es wärmer wird. Und wenn sie irgendwann am Gipfel ist, dann ist sie sozusagen zum Aussterben verdammt, weil sie sich nicht mehr anpassen kann. Das heißt, ohne Anpassung hat man irgendwann einmal ein Riesenproblem. Deshalb ist diese Anpassung auch beim Saatgut eben das ganz Wichtige und Essentielle, was man jetzt in den nächsten Jahrzehnten zu tun hat. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war das ein oder andere in dieser Kürze auch Interessante dabei. Wie gesagt, man kann es nur anreißen in so kurzer Zeit. Es gibt natürlich viele Details, über die man diskutieren könnte. Und trotzdem hoffe ich, dass der ein oder andere was mitgenommen hat, und hoffe, dass jetzt noch viel Interessantes nachkommt, auch landwirtschaftlich Bezogenes, das an das anschließen kann. Danke. Ja, danke, Herr Ohms, für diesen sehr ausführlichen Beitrag. Natürlich kann man das in der Kürze, wie Sie sagen, nur anschneiden. Ich möchte jetzt gar nicht zu genau darauf eingehen und möchte dann gleich an den Albert übergeben, der uns dann darstellt, was wir als Saatbau hier unternehmen und was auch Sie als Landwirt zu diesem Thema unternehmen können. Bitte, Albert. Danke, Lisa. Danke, Peter, für die Einleitung. Mein Dank aber vor allem an den Magister Ohms für den fachlich perfekten, fundierten Vortrag zum Thema Klima, Klimawandel. Er hat mir den Ball hingespielt mit der Anpassung an den Klimawandel, und das wird jetzt mein Part sein. Vorneweg aber, ich begrüße Sie, sehr geehrte Landwirte, hallo Berufskollegen. Ich möchte jetzt in meinem Vortragsteil in zwei Teilen eben diese Anpassung an den Klimawandel behandeln. Vorneweg aber, Klimawandel und Klimafit sind für uns Landwirte in der alltäglichen Arbeit, aber auch in der längerfristigen Planung auf Jahre, Jahrzehnte, Generationen übergreifend Begriffe, die uns ständig betreffen. Klimafitness bedeutet natürlich vordergründig jetzt einmal Trockenheitstoleranz, Hitzetoleranz, aber Klimafitness bedeutet durch den ständigen Klimawandel auch immer andere Faktoren, Jugendentwicklung, Kühletoleranz, wenn wir eben so einen kühlen Mai haben wie im Jahr 2019. Bedeutet aber auch, wenn Stürme stärker werden, Standfestigkeit, Sommerlagerresistenz bei Mais im Sommer. Bedeutet aber auch rechtzeitige Abreife, gute Beerntbarkeit der Maisbestände, wenn der Herbst einmal wieder so ist wie der Herbst 2020, nass,
kühler mit späterer Abreife. Aus dem Grund wird sich mein Vortragsteil heute mit zwei Bereichen befassen, eben Klimafit, was wir als Saatbau mit unseren Sorten für Sie beitragen können, diese Anpassung an den Klimawandel durchzuführen, aber vor allem auch, was Sie selbst als Landwirt in der Hand haben, um Ihre Bestände zu Spitzenerträgen, egal unter welchen Witterungsbedingungen, zu führen. Zuerst ein paar Worte zur Maisfläche in Österreich. Die Maisfläche in Österreich als die größte Kultur ist über die letzten 10 Jahre ziemlich stabil im Bereich zwischen 280 bis 310.000 Hektar. Stärker schwankend ist immer die Körnermaisfläche, abhängig von den Erträgen, von den Preisen, aber auch von der Herbstwitterung. Das heißt, auch für nächstes Frühjahr wird tendenziell etwas mehr Fläche für den Körnermaisanbau zur Verfügung stehen. Ziemlich stabil über die Jahre ist die Silomaisfläche mit zwischen 80 bis 87.000 Hektar. Man sieht aber einen leichten Anstieg der Silomaisfläche in den letzten Jahren, hat vielleicht auch mit dem Thema Klimawandel Schädlinge zu tun, denn der Anstieg der Silomaisfläche ist teilweise auch auf die Probleme im Grünlandbereich mit dem Engerlich zurückzuführen, wo einfach mehr Mais als Futterbasis benötigt wurde, um die Sicherung der Futtergrundlage für die Tierbestände abzusichern. Wo steht nun der Mais in Österreich und woher kommen die unterschiedlichen Anforderungen an die Klimafitness? Wenn wir hier sehen, das Gebiet Oberösterreich, Niederösterreich, West, eine sehr gute Körnermaisregion, tendenziell etwas kühler, ausreichende Niederschläge, Ausnahmejahre wie 2018 und 2019 zeigen aber auch, dass wir dort auch Trockenheits- und Hitzetoleranz brauchen. Aber in dieser Region zählt für Sie als Landwirte aber auch die Jugendentwicklung, die Kühletoleranz bei Temperaturrückschlägen im Frühjahr. Die Trockenheits- und Hitzetoleranz ist natürlich etwas, das die Landwirte im Osten Österreich, im Nordosten, in Niederösterreich, im Burgenland stärker bewegt. Dort ist vor allem immer aufgrund der beschränkten Niederschläge die Trockenheits- und Hitzetoleranz der Sorten gefordert, vielleicht etwas weniger die Jugendentwicklung. Und im Süden Österreichs, in der Steiermark, auf den sehr guten, schweren, gut wasserhaltenden Böden mit höheren Niederschlägen, die Jugendentwicklung, aber auch in trockenen Jahren die Trockenheitstoleranz. Und wenn wir in Kärnten die sehr guten Böden im Lavantal beim Horst Bayer oder die Schotterböden in der Völkermark dagegen sehen, auch dort die Trockenheits- und Hitzetoleranz gefordert. Was bedeutet nun Klimafit beim Mais? Ich glaube, auf diesen Klimabericht brauche ich nicht eingehen. Das hat der Magister Ohms schon perfekt behandelt. Worauf wir eingehen, ist, dass wir im Jahr 2018 gegenüber diesem Klimaszenario mit dem Anstieg der Durchschnittstemperatur um 1,4 Grad im Zeitraum bis 2050 und plus 4 Hitzetage hatten wir im Jahr 2018 schon plus 1,7 Grad und 14 Hitzetage, um 8 Tage mehr. Das heißt, 2018 war schon deutlich heißer, fällt aber dann eben unter Wetterwitterung und nicht unter langfristig Klima. Aber wir haben durchaus immer wieder sehr heiße, trockene Jahre, dass die Sorten aushalten müssen. Dürre und vor allem Hitzetage machen uns in der Pflanzenproduktion als Landwirte massiv zu schaffen. Was können wir jetzt beitragen? Wie wir hier auf diesen Fotos sehen, auch wenn der Herbst 2020 sehr nass geendet hat, sehr schwierige Bedingungen bei der Wintergetreideaussaat, schwierige Bedingungen bei der Bodenbearbeitung. Nichtsdestotrotz erinnern wir uns zurück an das Frühjahr 2020. Sehr trocken, sehr warm. Wir wussten nicht, wie die Bestandesdichte beim Getreide absichern, da es über Winter zu wenig geregnet hat. Also durchaus möglich, dass wir auch im Frühjahr 2021 entsprechende Bodenbearbeitung vorausgesetzt wieder ein ideales Saatbett für den Mais schaffen werden. Und durchaus nicht gesagt, dass wir nicht im Sommer 2021 wieder unter Hitze und Trockenheit leiden können. Der Trend der Lufttemperatur in den letzten 20, 22 Jahren in Österreich ist mit Ausreißern nach oben und nach unten steigend und auch das Jahr 2020 wahrscheinlich, wenn es fertig sein wird, wird zwar etwas kühler sein als die Jahre zuvor, aber trotzdem im dieser steigenden Trendlinie wahrscheinlich noch drüber. Es kommt uns zwar als normales Jahr vor, da es kühler war als die Jahre zuvor, nichtsdestotrotz ansteigender Trend der Temperatur ist gegeben. Wie wirkt sich das nun auf den
Wie wirkt sich dieser Klimawandel nun auf unsere Fruchtfolge aus? Denn die Aspekte bei den Winterungen haben wir schon in unserem Webinar im letzten Jahr zum Thema Wintergerste und Raps behandelt. Jetzt gehen wir zu den Sommerungen. Der Magister Ohms hat es angesprochen, wir bekommen kürzere und etwas wärmere Winter. Dadurch bekommen wir beim Mais deutlich frühere Saattermine. Das hilft uns, die Vegetationszeit um bis zu 2-3 Wochen zu verlängern, steigert aber auch die Spätfrostgefahr. Wenn wir früher den Mais um den 20. April bis 1. Mai gesät haben und die Eismänner um den 12. 13. Mai, war der Weiß in der Entwicklung noch nicht so weit. Wenn wir heute am 3. 4. April sehen und die Spätfröste zur gleichen Zeit kommen, dann steigt einfach das Spätfrostrisiko. Die Nässe im Winter ist einerseits ein Nachteil, dadurch kann es zu Nährstoffverlagerung kommen. Es kommt natürlich zu Grundwasserneubildung. Das haben aber wir dann in der Hand, wie wir diese Niederschläge konservieren für den Sommer, um sie dann der Pflanze zur Verfügung zu stellen. Die Nässe im Frühjahr hatten wir in den letzten Jahren nicht. Dadurch könnte sich der Saattermin wieder etwas nach hinten verschieben. Momentan ist eher mit früheren Saatterminen zu rechnen. Starkregen im Sommer, natürlich zunehmend, ist ein Thema. Ist für den Mais aber tendenziell eher ertragsfördernd, wenn wir es schaffen, dass diese Niederschläge nicht abfließen, sondern auf der Fläche bleiben. Jeder Liter Niederschlag, der kommt, hilft uns bei der Ertragsbildung des Mais. Trocken- und Hitzephasen natürlich gerade beim Mais nicht so stark ertragsreduzierend wie beim Weizen zum Beispiel, aber auch ertragsreduzierend, vor allem in Verbindung mit Trockenheit. Die höhere Sonneneinstrahlung eher mit Vorteilen für Mais, Rübe, Hirse und den Zweitfruchtanbau verbunden, solange wir ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Und mehr Sturm und Wind erhöht natürlich die Lagergefahr, Risiko der Qualitätsminderung. Aber da müssen wir über die Sorten, über die Standfestigkeit gegensteuern. Züchtung, einer der Schlüssel in der Anpassung an den Klimawandel. Neben dem Boden, der Boden ist natürlich unsere wichtigste Produktionsgrundlage in der Landwirtschaft, die Nutzung des Züchtfortschritts, nicht nur in ertraglicher Ebene, sondern vor allem auf Stresstoleranz, Hitzetoleranz, Kühletoleranz durch die Verwendung von klimafitten Sorten ist eine der Anpassungsstrategien an diesen Klimawandel. Und die Pflanzenzüchtung ist dadurch ein entscheidender Schlüssel und diese Kompetenz haben wir bei allen Kulturen in der Sapolenz in der Hand, aber vor allem auch beim Mais. Wo züchten wir in Österreich? Getreidealternativen in Oberösterreich, in Reichersberg und in Probstdorf im Rahmen der Saatzucht Donau und Mais vor allem in der Maiszuchtstation in Schönering. Aber natürlich geprüft in einem internationalen Prüfnetz quer über Europa und auch auf anderen Kontinenten mit einer Wintergeneration in Chile. Wir lassen alle diese Ergebnisse, diese verschiedenen Klimate, vom guter Wasserversorgung bis zu trockenen Standorten im Osten Österreichs, in der Ukraine, in Ungarn, in unsere Sortenempfehlungen einfließen und daraus dann die Empfehlungen zur, welche Sorte auf welchen Standort, welche Bestandesdichte. Aber diese Faktoren, diese Ergebnisse fließen auch ein, wenn wir eine Sorte mit dem Prädikat Klimafit auszeichnen. Klimafit zeichnet die umweltstabilsten Sorten aus und Klimafit ist für uns eine Sorte, die selbst unter widrigen Umweltbedingungen, vor allem bei Hitze und Trockenheit, überdurchschnittliche Leistungen erzielt, gleichzeitig aber auch eine Toleranz gegenüber Kälte in der Jugendphase aufweisen muss, weil es auch immer wieder kältere Jahre mit Temperaturrückschlägen geben wird, genau in dieser Phase, wo der Mais seine Kornanlagen bildet und dort ist eine Stresstoleranz wichtig. Damit steht Klimafit für Umweltstabilität, Stresstoleranz und Gesundheit der Maissorten und überdurchschnittliche Ertragsleistungen unter widrigen Bedingungen von Wetter, Witterung her. Unsere Maissorten in dem Bereich Klimafit bewegen sich im Reifebereich von 2,50 bis 4,20 mit der Sorte Y-Kallo, ein neuer Körnermais mit Reifezahl 2,50, ES Perspektiv, ein Körnermais mit Reifezahl 2,70, Danubio, ein Körnermais, Schwerpunkt Silomais-Typ mit Reifezahl 2,70 und dann zu den drei Zahnmeisen, Arno mit Reifezahl 3,30, Anauto mit Reifezahl 3,90 und Absoluto als absolute Hochertragssorte im Reifebereich über 400. Diese Sorten tragen bei uns das Siegel Klimafit. Damit heißt das Trockenheits-, Hitzetoleranz, aber auch Toleranz gegenüber Rückschlägen in der Jugendentwicklung. Warum?
Wenn wir jetzt zum Anbauzeitpunkt Mais und Soja in Österreich kommen, über die Jahre 1991 bis 2015 hier aufgetragen, natürlich immer wieder mit Schwankungen, aber nichtsdestotrotz, die Trendlinie zeigt nach unten, die Anbauzeitpunkte werden früher, denken wir 30 Jahre zurück, Maisanbau circa 20. April bis 1. Mai, heute durchaus 3., 4. April, Beginn, manche noch früher und es passt, wenn die Bedingungen passen. Wir verlängern dadurch die Vegetationsperiode um bis zu 14 Tage. Wir können spätreifere Sorten mit höherem Ertragspotenzial und sicherer Ausreife verwenden. Dadurch auch die Entwicklung der Körnermaiserträge ab 1961 von 4.000 Kilogramm beginnend, steigend auf circa 10,5, 10,6 Tonnen im Jahr 2019, Durchschnittskörnermaisertrag quer über ganz Österreich von den besten Lagen der Steiermark bis zum trockenen Lagen im östlichen Trockengebiet. Durchschnittserträge. Woher kommen diese Durchschnittserträge? Einerseits, wenn wir das jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte in der Ertragsentwicklung ansehen, einerseits die rote Linie aus der Produktionstechnik, Fortschritte, Bodenbearbeitung, Düngung, Pflanzenschutz, aber vor allem die blaue Linie, der Fortschritt im Bereich Züchtung. Mais ist die Kulturart in unserem Haus und auch weltweit, die die höchsten Ertragsfortschritte pro Jahr erzielt, deutlich höhere Züchtungsfortschritte pro Jahr, wie zum Beispiel beim Getreide. Und dieser Trend geht auch so weiter, wenn wir ausreichend Wasser zur Verfügung haben und vor allem die Nährstoffe, um das Potenzial der Sorten ausnutzen zu können von den diversen Düngerverordnungen her. Eine ganz wichtige Folie, Ackerbau in Österreich, Klimawandel, Kulturen und ihr Potenzial. Im grünen Rahmen nur zwei Kulturen herausgenommen, der Weizen und der Mais. Der grüne Punkt zeigt das Temperaturoptimum der jeweiligen Kultur und der rote Punkt zeigt das die Schädigungstemperatur, wo es zu Ertragsschäden kommt. Wenn wir jetzt Weizen und Mais vergleichen, dann hat der Weizen sein Optimum bei 25 Grad und der Mais bei guter Wasserversorgung bei 30 Grad. Das heißt, er kann mit höheren Temperaturen deutlich besser umgehen als das Getreide. Und die Schädigungstemperatur liegt beim Weizen bei circa 30, 32 Grad, während sie beim Mais, Wasserversorgung vorausgesetzt, erst bei 35 Grad beginnt. Das heißt, Mais wird tendenziell ein Klimagewinner sein, wenn wir es schaffen, die Winterniederschläge entsprechend zu speichern, damit es produktiv der Maispflanze zur Verfügung steht. Damit ein paar Anforderungen und ein paar Grundlagen zur Biologie vom Mais. Alle, soweit jeden Maisanbau bekannt, wir brauchen eine Keimtemperatur in Seetiefe von ca. 9 bis 10 Grad Celsius. Die Wärmesumme vom Anbau bis zum Aufgang ca. 100 bis 115 Grad nötig. Das heißt, der Mais braucht bei kühlen Bedingungen länger zum Auflaufen, bei natürlich warmen Bedingungen ist er schneller da. Assimilationsgewinne ab ca. 15 Grad Celsius. Ganz wichtig, sollte der Mais bereits im Vierblattstadium sein, dann liegt die Frosthärte nur mehr bei 2 bis 3 Grad Celsius. Das heißt, wenn wir sehr früh aussehen, 3., 4. April und die Eismänner um den 10., 12. Mai kommen und der Mais bereits über das Vierblattstadium hinaus ist, das heißt, der Vegetationskegel schon über der Erde ist, liegt die Frosthärte nur mehr bei 2 bis 3 Grad Celsius. Damit kann es zu massiven Schäden kommen. Sollte der Vegetationskegel noch unter der Erde sein, so im 2-3-Blattstadium, dann kann der Mais durchaus auch Fröste bis ca. minus 6 Grad vertragen. Aber Spätfröste werden uns in Zukunft durch die früheren Aussaatzeitpunkte immer in vielen Jahren immer mehr bewegen. Jetzt zum Wasserbedarf des Mais. Der größte Wasserbedarf des Mais ist circa 2 Wochen vor bis 4 Wochen nach der Blüte, natürlich in der Phase der intensiven Ertragsbildung. Mais ist aber gleichzeitig auch die Wasser- oder eine der wassereffizientesten Pflanzen, die wir in Österreich in der Landwirtschaft zur Verfügung haben, hat ein perfektes Wurzelsystem und dieses Wurzelsystem, die Wurzelentwicklung, die Ausschöpfung des Bodenvolumens bis in tiefere Schichten hinunter, ist das Um und Auf für die Ertragsstabilität, das Sie selbst in der Hand haben.
Ein paar Worte zur Mais-Aussaat, Saatbett. Natürlich, Mais braucht tiefe Lockerung, braucht entsprechend Wurzelraum. Ob Sie das in solchen Jahren wie im heurigen Herbst mit Pflug oder Grupper durchführen, beides schwierig, aber wir brauchen entsprechende Lockerung, wir brauchen Wurzelraum. Wichtig im Frühjahr auf trockenen Böden so wenig als möglich Bodenbearbeitung, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Jede Überfahrt kann zu unproduktivem Wasserverlust führen, manchmal auf sehr nassen, kalten Böden sogar erwünscht, damit wir weniger Wasser im Boden haben, mehr Luft und damit die Keimtemperatur sicherstellen. Die Saatbettansprüche vom Mais sind ziemlich genau definiert, möglichst gut strukturiert, nicht zu fein, aber hoher Feinerdeanteil in der Keimzone, die Temperaturen 9 bis 10 Grad Celsius und ganz wichtig, eine exakte Kornablage. Für das beste Saatgut, das beste Saatbett, wichtig, Kapillarschluss, unten feuchte bodenführende Schicht, oben locker, trocken und warm, damit der Mais so schnell als möglich auflaufen kann und mit der Ertragsbildung beginnen. Damit abhängig davon die Saattiefe, eine oft gestellte Frage, wie tief, unsere Empfehlung dazu, je feuchter zu dem Zeitpunkt der Aussaat und je feuchter die Wetterprognose für die nächsten 10 Tage meldet, desto flacher, um ein rasches Auflaufen sicherzustellen und keine zu dichte Ablage und damit schlechtere Feldaufgänge. Sollte es aber schon trocken sein und weiterhin trocken bleiben, etwas tiefer ablegen auf die kapillare wasserführende Schicht, um gleichmäßige Feldaufgänge und damit die Basis für hohe Maiserträge zu schaffen. Das heißt, feucht, flacher, trocken, etwas tiefer ablegen, weil es dann, wenn es trocken ist, meistens auch etwas wärmer ist und der Auflauf sichergestellt. Weiter dann zum Thema Korntypen, Hartmais, Zahnmais und alle Mischtypen daraus. Welche Eigenschaften zeichnen den Hartmais aus, welche den Zahnmais? Hartmaissorten sind tendenziell etwas rascher in der Jugendentwicklung, haben dadurch auch eine etwas bessere Kühletoleranz. Wir haben eine frühere physiologische Reife und damit auch in solchen Jahren, Herbsten wie 2020, eine bessere Truschbarkeit bei höheren Erntefeuchtigkeiten. Wir haben aber als leichten Nachteil eine etwas langsamere Wasserabgabe und gleichzeitig im Korn ein höheres Hektolitergewicht. Sorten in diesem Bereich wie eben SY-Callo, der neue Atlantico, Danubio oder Filmeno, entweder reine Hartmaistypen oder hartmaisbetonte Sorten. Im Gegensatz dazu der Zahnmais. Reine Zahnmeise tendenziell eine etwas langsamere Jugendentwicklung, eine etwas schlechtere Kühlertoleranz, eine spätere physiologische Reife, aber dann eine schnelle Wasserabgabe und tendenziell eine etwas bessere Hitzetoleranz. Zahnmeise haben aber auch ein etwas niedrigeres Hektolitergewicht, also nicht ganz so hohe Hektolitergewichte wie die Hartmeise und tendenziell eher meist spätere Sorten, wie Arno, Reifezahl 330 bis hinauf zum Absoluto mit Reifezahl 420 oder den neuen Estevio mit Reifezahl 380. Zum Anbauzeitpunkt, der frühere Anbau durch den Klimawandel ist eine sehr hohe Chance. Wir verlängern dadurch die Vegetationsperiode, aber wichtig, jeder Tag länger im Boden verschlechtert die Aufgangsrate, verschlechtert mir den Feldaufgang. Das heißt, immer erst dann sehen, wenn die Bodentemperatur passt, eben diese 9 bis 10 Grad Celsius in der Keimzone. Je länger das Maiskorn im kalten, nassen Boden liegt, ohne aufzulaufen, desto schlechter werden die Feldaufgänge bei gleicher Saatgutqualität. Wir können das zwar durch die Opti-Plus-Beizung etwas abpuffern, da haben wir Fungizide, Spurenelemente und Vogelfraß drinnen, aber die Bedingungen zur Aussaat müssen passen. Wenn es passt, ist der erste Tag der beste, ansonsten zu warten. Was liefern wir mit der Opti-Plus-Beizung bei unseren Sorten mit? Einerseits, also drei Faktoren. Einerseits ein Fungizid gegenüber Auflaufkrankheiten, das Maxim Quattro, dann ein Vogelfraßmittel, das Corinth und die Spurenelemente Zink, Molybden und Phosphor für eine Unterstützung in der Jugendentwicklung der kleinen Maispflanze. Bevor wir zur Bestandesdichte beim Mais kommen, wie setzt sich Ihr Maisertrag auf Ihren Feldern draußen zusammen? Aus welchen Ertragskomponenten? Es sind in Summe gesehen 4.
Erstens die Pflanzenanzahl und damit die Kolbenanzahl, das legen wir bei der Aussaat fest über die entsprechende Kornzahl pro Hektar, die wir aussehen, und natürlich auch über die Keimfähigkeit und den Feldaufgang, die dann die Bestandesdichte entsprechend beeinflussen, ob wir 95% Feldaufgang schaffen oder, weil die Bedingungen schlecht sind, vielleicht nur 80%. Die nächste Phase der Ertragsbildung ist die Anlage der Kornreihen pro Kolben im Sechsblattstadium und die Anlage der Körner pro Reihe im 8- bis 10-Blattstadium. Das heißt, in dieser Phase muss der Mais optimal nährstoffversorgt sein, vor allem mit Phosphor und Spurenelementen, in einem gewissen Ausmaß auch mit Stickstoff, und konkurrenzlos ohne Unkrautkonkurrenz wachsen können, um maximale Ertragsanlagen auszubilden. Zu diesem Zeitpunkt wird der maximale Ertrag festgelegt. Die Bestandesdichte ist natürlich abhängig vom Standort und Boden. Ob Sie, so wie hier auf dem linken Foto aus meiner Sicht, einen sehr guten Boden haben mit sehr hoher Wasserspeicherfähigkeit oder wie rechts einen sehr schottrigen Standort mit geringer Wasserspeicherfähigkeit. Das heißt, die Bestandesdichte orientiert sich einerseits an der Sorte, an der sortenspezifischen Bestandesdichte, aber auch natürlich angepasst an Ihre Bodenqualität. Je besser die Wasserversorgung, desto höher kann man die Bestandesdichte wählen, den maximalen Ertrag noch höher schrauben, aber auf sehr trockenen Standorten muss man Kompromisse eingehen, um das Potenzial der Sorten ideal auszuschöpfen. Und die vierte Ertragskomponente ist das 1000-Korngewicht in der Kornfüllungsphase. Das 1000-Korngewicht sollte natürlich so hoch als möglich sein, große, gut ausgebildete Körner, aber einerseits auf einseitig hohe TKGs ausgelegte Sorten oder Bestände, weil sie zu wenig Bestandesdichte gewählt haben, sind nicht ertragsstabil. Warum? Wenn Sie Sorten nehmen, die auf hohe 1000-Korngewichte angewiesen sind, dann aber sehr trockene Bedingungen zur Kornausbildung, dann fallen diese Sorten ertraglich stärker ab als Sorten, die den Ertrag über eine höhere Kornzahl machen. Schauen wir uns das jetzt in der Praxis an. Ein absoluter Bestand aus dem Süden Österreichs, aus dem Versuchsstandort von Klaus Erkinger in Deutsch-Kaltenbrunn aus dem Jahr 2020, Ernte Anfang Oktober. Wir haben an diesem Standort 15.500 Kilogramm Trockenmais geerntet. Würden wir es schaffen, so wie aus diesem Foto rechts, lauter gut ausgebildete Kolben zu produzieren, einheitlich über die Fläche, mit 16 Kornreihen, 36 Körnern pro Reihe, einem 1000-Korngewicht von 469 Gramm in dem Fall, würden wir pro Kolben ungefähr das hier ernten, 270 Gramm Mais oder 0,27 Kilogramm Mais pro Kolben. Wenn wir das schaffen würden, lauter so gut ausgebildete Kolben zu produzieren, in Summe aus Feldaufgang, Nährstoffversorgung, Unkrautbekämpfung, würden wir nur 57.000 Pflanzen oder 57.000 Körner Kolben pro Hektar zur Ernte brauchen. Da in der Praxis aber nicht immer alles so funktioniert wie in der Theorie, gehen wir davon aus, dass wir in den Ertragskomponenten überall 10% verlieren. Wir haben auch Kolben, wo noch statt 16 Kornreihen nur 14 Kornreihen drauf sind. Wir haben Kolben, wo statt 36 Körner nur 28 pro Reihe drauf sind. Wir haben Körner mit niedrigeren 1000-Korngewicht. Also wenn wir jede dieser Ertragskomponenten um 10% reduzieren, dann brauchen wir auf einmal schon 76.000 Kolben pro Hektar, um das maximale Ertragspotenzial auf diesem Standort auszuschöpfen. Und daraus reitet sich bei unseren Sorten immer die Empfehlung in der Bestandesdichte ab, je nachdem, wozu, wie Ihre Sorte Ihren Ertrag aufbaut, über hohe Kornzahlen oder kleinere Kornzahlen, drum immer die Bestandesdichte darauf abgeleitet und bitte in der Empfehlung auch für Ihre Betriebe zu nutzen. In dem Sinn, bei der Sortenwahl und bei der Bestandesdichte die Variabilität und Stärken der Sorten auf den unterschiedlichen Standorten nutzen. Es gibt Universalsorten, klimafitte Sorten für stark wechselnde Böden. Es gibt Spezialsorten für einheitlich gute, schwere, gut wasserversorgte Standorte mit sehr guter Jugendentwicklung. Es gibt Sorten für einheitlich schwächere Standorte, sehr trockene,
immer zu Trockenheit neigende Standorte. Wählen Sie die Sorte nach Ihren Anforderungen. Der Züchtungsfortschritt beim Mais liegt pro Jahr, wie schon eingangs erwähnt, deutlich höher als beim Getreide. Mais wird tendenziell ein Klimagewinner sein und der Ertragsvorsprung von Mais als C4-Pflanze steigt weiter an. Wir züchten auf Verbesserung des Wurzelsystems, wir screenen auf bessere Wurzelsysteme im Rahmen des Klimafit-Siegels und ganz wichtig für Sie als Reaktion auf den Betrieben, nutzen Sie verschiedene Reifebereiche, zum Beispiel im Zahnmaisbereich, bevorzugte Region Niederösterreich, Steiermark, angrenzendes Ungarn. Wählen Sie Sorten Reifezahl 320, 380, 390, 420. Dadurch haben Sie unterschiedliche Blühzeitpunkte und wenn es einmal in der Blühphase sehr heiß und trocken wird, haben Sie eine gewisse Risikominimierung durch verschiedene Blühzeitpunkte der Sorten. Ganz wichtig jetzt zu den Faktoren, die Sie auf Ihren Betrieben beeinflussen, nachdem Sie eine klimafitte Sorte gewählt haben. Wenn wir jetzt die Düngung sehen, hier die Nährstoffaufnahmekurven Magnesium, Phosphor, Stickstoff und Kali, dann sehen wir, dass die junge Pflanze tendenziell sehr wenig Nährstoffe braucht und ab dem Zeitpunkt kurz vor dem Rispenschieben, größtes Längenwachstum bis kurz nach der Korn- oder Blüte, der höchste Nährstoffbedarf gegeben ist. Aber es gibt einen Nährstoff, der vor allem in der Jugend sehr wichtig ist und das ist das Phosphor. Phosphor ist oft in unseren Böden ausreichend vorhanden, aber für die junge Pflanze schwer verfügbar. Phosphor ist nicht beweglich im Vergleich zum Nitrat. Die Wurzeln müssen zum Phosphor hinwachsen. Sie können sich das in etwa so vorstellen, es ist Sonntag, 12 Uhr, Sie sitzen beim Frühschoppen, Ihre Frau ruft an, das Essen ist serviert, die Schnitzel stehen am Tisch, Sie kommen nach Hause, die Schnitzel stehen in der Mitte des Tisches und Ihre Frau ist gemein und bindet sie am Sessel fest. Das heißt, die Hände sind zu kurz, Sie sehen unmittelbar ein Teller voller Schnitzel vor sich, aber Sie können es nicht erreichen. So in etwa geht es unserer jungen Maispflanze. Ausreichend Phosphor im Boden drinnen, aber sie kann es nicht erreichen. Aus diesem Grund wissen wir die Phosphorversorgung der jungen Maispflanze, wenn wir das Maisertragspotenzial voll ausschöpfen wollen, sicherstellen. Das gelingt uns über eine Unterfußdüngung mit, wenn möglich, sauren Phosphordüngern oder durch die Zugabe versauernder Dünger, Diamonphosphat, Monammonphosphat, MP2020 und schwefelsaures Ammoniak dazu. Dadurch verhindern wir Mangelerscheinungen, die wir sehr schön kennen an dieser Blau-Rot-Verfärbung. Alles, was wir an Blau-Rot-Verfärbungen sehen im Frühjahr, kann dazu führen, muss nicht, aber kann dazu führen, dass wir Ertrag verlieren. Warum? Phosphor ist gerade bei kühlen Bedingungen, auch wenn ausreichend Phosphor im Boden vorhanden ist, schlecht für die kleine Maispflanze verfügbar. Schwaches Wurzelsystem, sie erreicht dieses Phosphor nicht, sie kann es nicht ausnehmen. Durch die Unterfußdüngung können wir die Phosphorsorgung und damit die Ertragsbildung sicherstellen. Der zweite Faktor, der massiv die Ertragsbildung in dieser frühen Phase beeinflusst, ist die Unkrautbekämpfung. Wir haben vier Phasen, wo wir eben diese Ertragskomponenten festlegen. Das sind die Anzahl Pflanzen pro Hektar zur Aussaat und beim Feldaufgang, dann die Anzahl der Kornreihenrekolben und die Kornzahl pro Kornreihe im Stadium 6 bis 10 Blatt und dann natürlich die Kornfüllung. Wir können vorne die Anzahl der Körner und pro Hektar, die wir sehen, beeinflussen. Wir können hinten die 1000 Korngewichtsausbildung wenig beeinflussen, das hängt von der Witterung ab. Aber in dieser Phase, wo die Haupterträge gebildet werden, muss der Mais ideal nährstoffversorgt sein und vor allem komplett unkrautfrei und konkurrenzlos das Maximum an Ertrag festlegen zu können. Ausbildung dann später, aber hier wird das maximal Ertragspotenzial festgelegt und das haben Sie in der Hand, indem Sie Ihre Pflanze ideal mit Nährstoffen versorgen, gerade Phosphor und Spurenelemente und komplett unkrautfrei, frei von Unkrautkonkurrenz halten. Damit zum Thema Trockenheit und Hitze, gerade beim Klimawandel natürlich ein Thema, das uns beschäftigen wird, uns, unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Der Mais hat, wie schon eingangs erwähnt, den höchsten Wasserbedarf in der Phase 2 Wochen vor bis 4 Wochen nach der Blüte. Wir müssen aber unterscheiden die Auswirkungen von Trockenheit und Hitze. Trockenheit
bedeutet für die Maispflanze ein Schließen der Spaltöffnungen und einen Welkeprozess, der teilweise wieder reversibel ist. Der Mais reduziert bei Trockenheit die Zellfunktionen, nimmt weniger Nährstoffe auf, reduziert sein Wachstum und hat eine geringere Assimilation und damit eine geringere Ertragsbildung. Das führt bei den generativen Pflanzenteilen, bei den Kolben, bei den Körnern zu Mindererträgen und im Extremfall von einer Störung der Umlagerung bereits gebildeter Assimilate in die Körner. Anders die Auswirkungen von Hitze. Hitze wirkt sich vor allem auf die generativen Organe auf. Natürlich tritt es meist zugleich auf, Trockenheit und Hitze. Aber die Hitze schädigt eben eher die generativen Organe, die Seide. Das heißt, die Seide bleibt weniger lang befruchtungsfähig, sie vertrocknet eher. Gleichzeitig kann durch extreme Hitze die Fertilität des Pollens deutlich reduziert werden. Haben wir in der Blühphase 35 Grad, ist der Pollen maximal eine Stunde lang befruchtungsfähig. Haben wir ideale Bedingungen mit 26 bis 28 Grad, ist er bis zu 20 Stunden befruchtungsfähig. Was sind die Auswirkungen darauf? Wie wir hier auf diesem Kolben sehen, eben Schäden durch Stress in der Befruchtungsphase mit schlechterer Kolbenausbildung, mit leeren Kolben. Dem können wir nur durch möglichst ideale Wasserversorgung aus dem Boden begegnen. Die Niederschläge können wir meistens, ausgenommen die Bewässerung, nicht beeinflussen. Damit schon zum wichtigsten Punkt, den Sie beeinflussen können: Trockenheit bzw. Wassermangel. Wir als Landwirte verstehen natürlich unter Trockenheit landläufig immer dann, wenn es zu wenig regnet. Aber Wassermangel für die Pflanze ist immer ein Produkt aus den Niederschlägen in der Vegetationszeit, das Wasser, das vom Himmel kommt, in der Zeit, wo wir es nötigst brauchen, aber gleichzeitig aus den Niederschlägen, die wir in der vegetationsfreien Zeit vom September, Oktober weg bis zum Mai in unseren Böden gespeichert haben. Negativbeispiel, Jahr 2020, sehr trockener Winter. Wir haben Böden, die sehr viel Wasser speichern könnten, aber es ist zu wenig Wasser aus den Niederschlägen gekommen. Wir sind bereits mit einem Niederschlagsdefizit in das Jahr gegangen. Wir müssen die Speicherfähigkeit unserer Böden, die nutzbare Feldkapazität, so gut als möglich über Winter auffüllen, um die Maisbestände klimastabiler zu machen. Und wir müssen auch auf die Beanspruchung der Bodenwasserspeicher durch die Vorfrucht achten. Gerade Sonnenblume, Rübe, aber auch eine üppige Zwischenfrucht. Das hat uns der Winter 2019-20 gezeigt. Sehr üppige Zwischenfrüchte haben im Herbst sehr viel Wasser verbraucht, wenig Niederschläge über Winter. Und gerade auf solchen Beständen haben wir im Frühjahr 2020 unter der Trockenheit, gerade beim Getreide, stärker gelitten. Das heißt, wir müssen auch bei den Zwischenfrüchten den Wasserverbrauch beachten, sehr viele positive Effekte der Zwischenfrüchte, aber der Bodenwasserspeicher muss vor Mais gefüllt sein, damit wir Trockenphasen länger überstehen können. Und natürlich das Wurzelsystem und die Durchwurzelungstiefe. Es nutzt uns nichts, der beste Boden, der vielleicht bis zu 240 Liter pro Kubikmeter Boden an nutzbarer Feldkapazität speichern kann, wenn in 30 cm Tiefe eine massive Pflugsohle ist, die Wurzel diese Pflugsohle nicht durchdringen kann, dann haben wir drunter zwar ausreichend Wasser, aber die Pflanze kann es nicht nutzen. Das sind die Faktoren, die wir als Landwirte selbst beeinflussen können. Schlussendlich die Möglichkeiten der Trockenheit entgegenzuwirken, die Reduktion von Abfluss und unproduktiver Verdunstung. Jeder Tropfen Wasser, der nicht verloren geht, steht uns für die Ertragsbildung zur Verfügung. Bodenbearbeitung und Beseitigung von Störschichten, damit der Wurzelraum bestmöglich genutzt werden kann. Eine Erhöhung der Speicherfähigkeit durch Zufuhr organischer Substanz und Humusaufbau. Das ist ein langfristiges, generationenübergreifendes Projekt. Bewässerung in einem gewissen Maß, Fruchtfolge. Wenn ich Kulturen habe, die den Bodenwasservorrat vorher weniger beanspruchen, bleibt mehr für den Mais übrig. Und natürlich über die Auswahl klimafitter Sorten, die auch mit etwas geringeren Niederschlägen eine bessere Ertragsbildung zulassen und stresstoleranter sind, wie eben von SY Callo mit Reifezahl 250 bis zum Absoluto mit Reifezahl 420. Damit schon Richtung Abschluss.
Die Klimaveränderung ist, wie uns der Herr Ohms deutlich vor Augen geführt hat, messbar und vor allem für uns in der Praxis deutlich spürbar. Wir wissen es. Wir, die in der Landwirtschaft arbeiten, viele andere reden davon, wir sind zuerst damit konfrontiert. Wir sind unmittelbar mit den Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Wir müssen auf unseren Betrieben alle Facetten beleuchten, wo wir ansetzen können. Das ist einerseits natürlich der Boden, das ist unsere Produktionsgrundlage, unser Kapital, nachhaltig über Generationen zu sichern, das Bearbeitungssystem zu optimieren, wenn möglich, im Herbst 2020 schwierig, keine Verdichtungen zu produzieren, aber wenn wir sie schon aus unabdingbaren Bedingungen produziert haben, diese im Sommer 2021 wieder zu beseitigen, den Humusgehalt zu steigern, die Fruchtfolge ausbauen, Zwischenfruchtanbau, ein ganz wichtiger Faktor, nutzen Sie die Talente der verschiedenen Arten und Mischungen, die wir anbieten, sie sind Futter fürs Bodenleben, dienen den Humusaufbau, aber achten Sie auch darauf, gerade auf trockenen Standorten, in trockenen Gebieten, dass die Zwischenfrüchte nicht zu viel Wasser unproduktiv verbrauchen. Und nutzen Sie die Fortschritte in der Pflanzenzüchtung, verwenden Sie Originalsaatgut in allen Bereichen, verwenden Sie umweltstabile und klimafitte Sorten für Ihre Standorte, für Ihren Betrieb, für Ihre Region. Es sind bei allen Reifebereichen entsprechende Sorten verfügbar. Wie wirkt sich das Ganze? Wir arbeiten ja nicht nur jetzt an der Züchtung klimafitter Sorten, sondern mit Ihnen zusammen haben wir das Ertragspotenzial des Mais in den letzten 70 Jahren deutlich gesteigert. Im Jahr 1950 haben wir für 100 Kilogramm Trockenmais noch 500 Quadratmeter Ackerfläche benötigt. Im Jahr 1990 nur mehr 122 Quadratmeter, im Jahr 2018 nur mehr 93 Quadratmeter. Und wenn der Züchtungsfortschritt so weitergeht, dann werden wir im Jahr 2050 nur mehr ca. 67 Quadratmeter im Durchschnittsertrag Österreichs für 100 Kilogramm Körnermais zu produzieren benötigen. Das ist eine Summe aus unseren Sorten und ihrer Bestandesführung. Wir liefern Ihnen aber nicht nur klimafitte Sorten, sondern wir liefern sie im wahrsten Sinne des Wortes frei Haus. Sehen Sie rein auf unsere Website unter www.maisbattler.at. Sie haben dort eine sichere und einfache Bestellmöglichkeit, gerade unter der jeweiligen oder jetzigen Situation, Lockdown und Ähnliches. Sehen wir mal, wie lange er andauert. Sie haben die freie Sortenwahl. Innerhalb dieser 20 Packungen können Sie aus verschiedenen Sorten zusammenstellen, aber 20 Packungen ist die Mindestbestellmenge für die Lieferung frei Haus. Gilt sowohl für biologische als auch konventionelle Ware. In diesem Zeitraum gilt auch der erhöhte Frühbezugsrabatt für alle Sorten, nicht nur für die klimafitten Sorten, von 10 Euro pro Packung. Und vor allem ist Ihr Sortenwunsch mit einer frühen Bestellung gesichert. Wir gehen davon aus, dass die Maisfläche aufgrund des widrigen Herbstanbau etwas steigen wird. Wenn Sie rechtzeitig bestellen, ist auch der Sortenwunsch gesichert. Ab 20 Packungen Bestellung eben diese Gratislieferung und die stressfreie Zustellung, vielleicht, wenn notwendig, auch kontaktlos, ab Februar 2021 an Ihre Adresse. Nähere Informationen dazu unter www.maisbattler.at, beim Handel, beim Lagerhaus, bei unseren Sortenberatern vor Ort oder bei unseren Außendienstmitarbeitern in der jeweiligen Region. In dem Sinn, wir beraten Sie gerne. Wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen. Sie haben es in der Hand über die Sortenwahl. Neben der Ertragshöhe ist vor allem auch Ertragssicherheit, Klimastabilität, klimafitte Sorten gefragt. Die Saatstärke an die Sorte und den Standort anpassen. Nutzen Sie unsere Empfehlungen. Es liegen jahrelange Versuche dahinter. Und eine gute Standfestigkeit und gute Gesundheit der Sorten ist eine Basis für Höchstleistungen, sowohl im Feld als auch am Stall. In dem Sinn, kurz zusammengefasst, unsere Sorte plus Ihre perfekte Bestandesführung führt zu Ihrem Erfolg und damit auch zu unserem Erfolg.
Danke für die lange Aufmerksamkeit. Wenn es jetzt Fragen gibt, stehen wir gerne zur Verfügung. Ansonsten auf ein erfolgreiches EMIS-Jahr 2021. Gesund bleiben und dass wir uns hoffentlich wieder im Frühjahr 2021 nicht nur bei Webinaren sehen, sondern auch in der Praxis auf den Feldern. Danke. Ja, danke Albert für deine ausführliche Beratung zum Thema. Kommen wir jetzt zu den Fragen, die im Laufe der Zeit reingekommen sind und auch schon vorher eingeschickt worden sind. Ich versuche das alles so gut wie möglich zusammenzufassen. Vielleicht fangen wir gleich an mit einer Frage, die höchstwahrscheinlich den Herrn Ohms betrifft. Und zwar fragt der Ferdinand im Live-Chat, die Transpiration von Pflanzen ist ja eigentlich die Grundlage für Wolkenbildung und somit auch für Regen. Und warum ist dann zukünftig trotzdem mit vermehrten Niederschlägen zu rechnen, obwohl sich die Wüstenfläche global ja stark ausdehnt? Man kann das relativ leicht beantworten. Wir haben in einer wärmeren Atmosphäre mehr Möglichkeiten, Wasser in der Luft zu speichern. Das ist ein ganz einfaches physikalisches Prinzip. Wir wissen, dass kalte Luft deutlich weniger halten kann als warme Luft, deutlich weniger Feuchtigkeit. Das ist etwas, was ganz einfaches physikalisches Prinzip ist. Und das heißt, wenn sich sozusagen beginnt bei einer kleinen Wolke, bei einer Schauerwolke, Gewitterwolke, die in die Höhe steigt, die hat schon jetzt mehr Wassergehalt, wenn die zum Beispiel bei 29 Grad sich bildet, als bei 28 Grad. Das setzt sich aber fort, auch von einer einzelnen Gewitterwolke bis zum Beispiel zu einem klassischen Oberitalien-Tief, das dann meistens mit der Giving-Niederschlägen, zum Beispiel als 5B-Wetterlage, dann über Ostösterreich Richtung Polen zieht. Das sind auch Dinge, wo jetzt zum Beispiel viel mehr Niederschläge fallen, wenn sich so Oberitalien-Tiefs im Herbst bilden. Und das heißt, dieses Meer an Wasser, das in der Luft gehalten wird durch diese höheren Temperaturen, das kommt natürlich irgendwann herunter. Und deshalb habe ich dann eben diese grundsätzlich stärkeren Niederschläge, zum Beispiel bei Gewittern, Schauern, aber eben auch zum Beispiel bei Tiefdruckereignissen. Das heißt, das Wasser an sich wird nicht weniger, sondern wird eben in manchen Weltgegenden sogar mehr, weil es zum Beispiel mehr aufgenommen wird in der Luft. Das heißt also, da müssen wir keine Sorge haben, dass uns das Wasser ausgeht in dem Sinn oder dass jetzt Wüstenbildungen Auswirkungen auf unser Niederschlagsverhalten haben. Also das Wesentliche ist einfach der Zusammenhang Temperatur und Wassergehalt in der Atmosphäre. Das steht über allem. Danke, Herr Ohms. Dann kommen wir vielleicht kurz zu der ein oder anderen ackerbaulichen Frage. Albert, du hast in deinem Vortrag erwähnt, der Mais muss konkurrenzfrei sein und bleiben. Bedeutet das, dass von Untersaaten eigentlich abzuraten ist? Wenn ich das gesagt habe, er muss unkrautfrei bleiben, dann habe ich da einen Fehler gemacht. Er muss in der Phase von der Jugend bis zum 8-10-Blattstadium komplett konkurrenzfrei sein, um Höchstertrage zu bilden. Natürlich kann ein bisschen Konkurrenz da sein, nur wird das aufs Ertragspotenzial gehen. Ab dem Zeitpunkt 8-10-Blattstadium haben wir das maximale Ertragspotenzial angelegt. Wenn wir dann ausreichend Wasser zur Verfügung haben, dann kann man durchaus auch Untersaaten etablieren. Untersaaten können natürlich, je nachdem welche Gräser oder welche Komponenten man auswählt, Wasserkonkurrenz darstellen. Habe ich genug Wasser zur Verfügung, würde ich Untersaaten sehr wohl befürworten, aber erst ab diesem Stadium etablieren muss ich es vorher und im Trockengebiet würde ich es eher mit Vorsicht genießen. Erstens wird die Etablierung schwieriger und auch ab dem Zeitpunkt, wo es keine unmittelbare Konkurrenz mehr für die Anlage für die Ertragskomponenten sein, aber sie sind eine Konkurrenz um das verfügbare Bodenwasser und um die verfügbaren Niederschläge. Also glaube ich, durchaus differenziert zu sagen, bin ich in einem Gebiet, wo ich ausreichend Niederschläge habe oder bin ich in einem Gebiet, wo ich eher mit Wassermangel kämpfe. Ja, dann bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Wasser. Eine Frage war, da wird seit circa 20 Jahre Mulchsaat betrieben bei Silomais.
Der Landwirt sagt so, aber so nasse Bedingungen wie jetzt aktuell hat er noch nie gesehen. Und auf was sollte man da bei der Bodenbeachtung besonders achten, wenn im Frühjahr weiterhin so nasse Verhältnisse herrschen? Naja, der Theoretiker würde jetzt sagen, möglichst keine Bodenbearbeitung unter zu nassen Bedingungen. Dann würde der Praktiker sagen, aber irgendwann muss ich natürlich eine Bodenbearbeitung machen, die Bodenlockerung, wir haben Verdichtungen produziert bei der Silomaisernte, wir haben Verdichtungen produziert bei der Körnermaisernte, weil es schlussendlich nicht anders gegangen ist. Das heißt, wenn einigermaßen Bedingungen vorhanden sein, dass ich den Boden etwas lockern kann, auflockern. Wenn es nach wie vor zu feucht ist, dann trotzdem wahrscheinlich nur oberflächlich auf 10, 15, 20 Zentimeter Tiefe lockern und die Lockerung der tieferen Storschichten, der tieferen Verdichtungen auf eine Zeit verschieben, wo es wieder trocken ist. Den Boden richtig lockern können wir nur dann, wenn wir trockene Bedingungen haben und eine entsprechende Bodendurchwurzelung mit einer Zwischenfrucht oder einer Hauptkultur wie Rapsentnoche unter sehr feuchten Bedingungen ist fast keine Bodenlockerung nicht möglich. Tut mir leid, dass ich da keine bessere Antwort nicht geben kann. Die bestmöglichen Bedingungen ausnutzen für die Bodenlockerung, damit der Mais dann wieder Wurzelvolumen zur Verfügung hat. Ich hoffe, da haben wir ausreichende Antwort geben können. Vielleicht nur eine kurze Frage zur Bestandesdichte. Wir wissen alle, wie viel Arbeit ist, während dem Anbauprozess die Sämaschine ständig umzustellen. Ist jetzt die Bestandesdichte eher sortenspezifisch zu wählen oder sollte ich mich eher an aktuelle Bodenverhältnisse halten? Und wie ist deine Meinung zum Beispiel zur teilflächenspezifischen Aussaat, Albert? Danke, Peter. Ja, die Bestandesdichte oder zu wählende Aussaatstärke pro Hektar ist natürlich sowohl von der Sorte als auch von den Bodenbedingungen, von ihren natürlichen Produktionsgrundlagen, von der Wasserspeicherfähigkeit, von der Niederschlagserwartung abhängig. Von der Sorte natürlich aus zwei Gründen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Sorte wie zu meiner Linken habe, mit sehr hohen Kornzahlen, hohen 1000 Korngewichte oder eine Sorten wie zu meiner Rechten mit eher niedrigeren Kornreihenzahlen, hoher Kornzahl pro Reihe, aber trotzdem einen niedrigeren Einzelkolbenertrag. Das heißt, dementsprechend je nach Sorte, das wäre jetzt Absoluto und hier Callo, muss ich natürlich die Bestandesdichte von Haus aus niedriger oder höher wählen. Und dann natürlich angepasst an die Bodenverhältnisse auf einem 80er, 100er Boden, wo ich ausreichend Niederschläge habe, eine sehr hohe Bodenspeicherfähigkeit, habe ich ein höheres Ertragspotenzial und weniger Stressrisiko, da kann ich die Bestandesdichte höher wählen. Und auf einem sehr trockenen, schottrigen Standort muss ich, um die Stresstoleranz zu gewährleisten, die Bestandesdichte niedriger wählen. Das kann durchaus anhand der Sorte Absoluto jetzt gesehen heißen, dass ich in der Steiermark oder in Niederösterreich auch, wenn die Niederschläge passen, auf besten Böden bis zu 88.000 Körner pro Hektar aussehen kann und das in entsprechende Höchsterträge umsetzen, aber vielleicht im östlichen Trockengebiet in Niederösterreich auch mit 72.000 bis 74.000 Korn schon das maximale Ertragspotenzial ausschöpfen kann. In dem Sinn wäre natürlich die teilflächenspezifische Bestandesführung, wo wir seit mehreren Jahren Versuche dazu machen und auch Ergebnisse in Zukunft präsentieren werden, die Ideallösung, wenn ich sehr stark uneinheitliche Flächen habe, mit sehr guten Böden und sehr schlechten Böden abwechselnd, wäre natürlich die Aussaat nach Aussaatkarten, wo wir dann die Bestandesdichte sehr stark spreizen könnten, vielleicht von 55.000, 60.000 Korn bis 90.000, 95.000 Korn ideal. Aber diese Möglichkeit haben natürlich noch wenige Betriebe. Derzeit gilt es, die Bestandesdichte, die Aussaatstärke an die Sorte und an die Bodenverhältnisse anzupassen, um das maximale Ertragspotenzial zu ausschöpfen. Es sind immer in alle unsere Prospekte im Internet die Empfehlungen zur jeweiligen Sorte drinnen mit oberer und unterer Grenze. Das sind sehr gut recherchierte Zahlen. Ja, danke auch für die ausführliche Antwort. Dann haben wir da nur eine Frage, die dich betrifft. Wie würdest du das sehen? Macht Sinn, im Winter auf gefrorenem Boden Mischkalk auf die abgefrostete Begrünung auszubringen und dann den Mischkalk erst bei der Bodenbearbeitung zur Maissaat einzuarbeiten?
Naja, Peter, ich bin jetzt natürlich nicht der Spezialist im Bereich Kalkung. Da werden die Herren von der Bodenkalk wahrscheinlich besser Auskunft geben können. Aber als praktizierender Landwirt würde ich natürlich den Vorteil sehen, dass ich auf gefrorenen Boden fahren kann, gerade im heurigen Jahr ohne Verdichtungen zu produzieren. Aber nachdem Mischkalk doch eine Mischung aus Kohlensaunkalk und Brandkalk ist und der Brandkalk dann wahrscheinlich vorher schon angelöscht wird, bevor er unmittelbar im Boden eingearbeitet wird, würde ich wahrscheinlich die Sinnhaftigkeit eher sehen, im Frühjahr, wenn der Boden ideal abtrocknet ist, und den Brandkalk, also den Mischkalk auszubringen und direkt mit der Bodenbearbeitung in die oberste Schicht einzumischen, dass er dort ablöscht und dort die Krümelstabilität erhöht. Aber vielleicht schaut uns heute jemand oder schaut sich das Webinar jemand von der Bodenkalk an und kann die Frage im Anschluss dran vielleicht mit einem kurzen Kommentar dazu beantworten. Ja, dann eine direkte Frage zu unseren Sorten. Und zwar geht es da um SY Calo. Wie wir ja gehört haben, ein Hartmaistyp. In der unserer Empfehlung natürlich als Körnermais zu nutzen. In der Vergangenheit war aber eher die Meinung, bei Körnermais auf Zahnmaistypen zu setzen. Wie passt das jetzt aktuell zusammen mit dieser Sorte? Natürlich je nach Region zu sehen. Nachdem doch der Calo mit Reife zur 250 eine sehr frühreife Sorte ist, also eine Hartmais betonte Sorte mit sehr guter Jugendentwicklung, guter Kühletoleranz, spielt er natürlich seine Vorteile vor allem auf diesen typischen Standorten, wo eine 250er Sorte gefordert ist, aus und zusätzlich durch den hohen Hartmaisanteil die entsprechende Kornqualität auch bei höheren Erntefeuchtigkeiten wie im Jahr 2020 und dadurch die Nutzbarkeit vom Calo auch in Bereichen wie Premium-Friedrusch, Friedrusch für die Agraner, wo wir eben zu diesen frühen Zeitpunkten auch bei höheren Erntefeuchtigkeiten schon entsprechende Kornqualitäten liefern können. Aus dem Grund eben diese Empfehlung beim SY Calo, reine Zahnmeise im Reifebereich 250 haben sie eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht durchgesetzt. Es waren immer eher Mischtypen aus Hartzahnmais oder Hartmais betonte Sorten. Und darum auch diese Ertragsstärke vom SY Calo auf diesen Standorten, in diesen Regionen, unter diesen Bedingungen. Ja, abschließend möchte ich sagen, es sind auch zwei Fragen kommen zu dem Thema Bio, Biosorten, klimafitte Biosorten. Die Frage möchte ich leider verschieben, und zwar auf unser Webinar am 18. Jänner 2021 dann schon, wo wir sie ausführlich mit dem Thema Bio und Biomais befassen werden. Ganz zum Schluss möchte ich mich bedanken bei unseren Referenten, dem Herrn Magister Ohms, und auch bei dir, Albert, und mich zurückgeben an die Lisa. Ja, das war es auch schon für heute mit der Saatbauakademie, aber der nächste Termin steht schon in den Startlöchern, 9.12. Da könnt ihr euch jetzt schon vormerken und auch jetzt schon anmelden. Wir sprechen nämlich über den Silomais, der Erfolg im Stall beginnt am Feld. Auch wieder mit der Saatbau Linz. Wie gesagt, ihr könnt euch jetzt schon eintragen, kostenlos anmelden. Ihr bekommt dann von uns den Link und die Zugangsdaten zugeschickt. 9.12. 20 Uhr. Es würde mich freuen, wenn ich da wieder viele von euch begrüßen darf. Bis dahin, bleibt's fit, alles Gute und bis zum nächsten Mal.